Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks. Ja, heute geht es hier um das gute Stück, den T95 FV4201 Chieftain oder kurz Valour, wie er hier heißt. Aktuell ja immer noch erspielbar. Wir wissen ja, wir müssen 800.000 EP insgesamt zusammen farmen, um ihn dann zu bekommen. Das ist jetzt noch bis kommenden Dienstag möglich. Also wer noch nicht ganz so weit ist, der hat jetzt noch ein bisschen Zeit und dann war es das aber auch. Gut, alternativ kann man die natürlich wieder für oder immer noch auch für 450.000 freie EP im Shop beziehungsweise da in dem Forschungsbaum, in dem Premium-Forschungsbaum kaufen. Aber erspielbar ist er dann halt jetzt nur noch bis kommenden Dienstag und ja, die meisten werden aber sicherlich durch sein. Ich habe ihn jetzt auch schon eine ganze Weile in der Garage und ja, heute möchte ich ihn dann euch mal so ein bisschen zeigen, ein bisschen präsentieren und im Grunde so einen kleinen Vergleich zum normalen Chieftain, den wir haben. Wir haben ja auch noch den Chieftain Mark 6 hier, den es ganz normal im Standardforschungsbaum zu erspielen gibt. Und ja, die beiden wollen wir mal so ein bisschen vergleichen und mal gucken, ob der hier oder einer von beiden so ein bisschen raussticht. Am PC gibt es den ja auch, den gab es ja schon vorher. Ist ja der einzige Chieftain am PC, deshalb könnte man das vielleicht so ein bisschen relativieren, weil es heißt ja, oder es ist glaube ich auch so, es heißt nicht nur so, dass er ziemlich OP ist am PC. Und ja, auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, okay, die haben jetzt nicht den Vergleich zu dem, also diesem Chieftain hier, den gibt es am PC ja nicht. Das könnte sich hier an der Konsole so ein bisschen relativieren. Sowieso ist es ja meist so, wenn so Panzer vom PC auf die Konsole kommen, beziehungsweise ist es ja eigentlich immer so, dass sie erst am PC erscheinen und dann an der Konsole. Dann sind die aber meist nicht eins zu eins, also werden sie meist nicht eins zu eins übernommen, sondern werden auch so ein bisschen angepasst, sodass sie hier an der Konsole meist nicht so OP sind. Und ja, das zieht sich eigentlich durch alle durch. Meist haben die dann schlechtere DPM als am PC oder so. Aber das wird immer ganz gut angepasst, muss ich sagen. Und auch der Valour hier ist gut, klar, aber ich denke nicht, dass der OP ist. Und von daher passt das eigentlich ganz gut. Ja, nichtsdestotrotz wollen wir mal gucken, wie er im Vergleich zum anderen Chieftain performt. Denn von den reinen Werten her hat der normale Chieftain, den ich jetzt mal nenne, ja noch eine viel, viel geilere Kanone. Stellt euch mal vor, dieser Panzer, so wie er ist, am PC, die werden doch schon wieder alle ausrasten. Ja, und gucken wir doch mal kurz, was ich denn da so meine. Er hat ja hier die 270 Durchschlag auf der Standard und 400 Alpha-Schaden. Das ist ähnlich zum Valour. Etwas anders, das sehen wir ja gleich. Dann 310 und 140 auf der Hash. Der hat ja eine Hash, der Brite. Also ziehen relativ hohen Durchschlag auf der HE sozusagen, also die hier eine Hash ist. Und ja, was die Kanone ebenso stark macht, ist weiter rechts, die Zielerfassung und die Genauigkeit. Mit 1,5 und 0,32er Genauigkeit ist das echt eine zuverlässige Kanone. Und ja, Turmpanzerung bringt natürlich auch mit, 250 Frontal, das gucken wir uns gleich mal auch nochmal etwas genauer an. Also, wenn ihr den Hull down stellen könnt, dann ja, macht der Gegner nicht so viel. Und ähnlich sieht es dann auch beim Valour aus. Auch hier die 270. Was bei ihm anders ist, ist, er macht 40 Alpha-Schaden pro Schuss mehr, also 440. Auf der Premium APCR hat er dann auch noch etwas mehr Durchschlag. Beim normalen Chieftain waren es 310, hier sind es 322. Und die Hash ist dann identisch. Bei der Zielerfassung und Genauigkeit ist er nicht ganz so stark, nach 2,1 und 0,35. Dafür hat er dann aber eben den etwas höheren Alpha-Schaden. Auch bei der Nachladezeit ist er natürlich etwas höher. Ich meine, das sehen wir aber auch gleich. Ich habe noch zwei Runden, also jeweils eine Runde im Chieftain jeweils dabei. Ich meine, er kommt hier auf 8,7, während der Chieftain, also der normale, deutlich unter 7 ist.
Das sehen wir aber gleich noch etwas genauer. Und ja, Turmpanzerung bringt natürlich auch der hier mit. 350 an der dicksten Stelle frontal. Gucken wir gleich mal drauf. Ja, auch hier macht man dann, wenn der Hull down steht, nicht so viel. Also Spielweisen sind eigentlich, also sind relativ identisch. Gucken wir mal kurz weiter auf die weiteren Wertepanzerung. Ja, ich glaube, die Strukturpunkte sind gleich. 2,2 müsste der Valour aber auch haben. Jawohl, beide 2200 HP. Beweglichkeit ist der Valour tatsächlich etwas schnittiger, etwas beweglicher. Nicht viel, aber es ist ein klein bisschen Müh mehr. Bei der Tarnung ebenso. Und bei der Sichtweite auch. Er kommt auf genau 400 Meter direkt. Und der normale Chieftain hat 390 Meter. Jawohl. Das habe ich hier tatsächlich über die Optik noch etwas verbessert. Beim Zubehör habe ich sie sonst fast identisch. Nur, dass ich jetzt statt beim wie beim Chieftain die Optiken habe ich beim Valour dann den Waffen den vertikalen Stabilisator drin, um die Kanone halt etwas, naja, also die Kanonenwerte etwas zu pushen noch, weil die nicht ganz so stark sind wie auf dem Chieftain. Da habe ich mir gesagt, da brauche ich es nicht unbedingt, da gehe ich dann lieber noch auf die, da will ich lieber noch die fehlenden Meter Sichtweite geben. Was noch auffällt, achso, beide übrigens auch dann wieder mit Kaffee ausgerüstet, das ist dann auch relativ identisch. Und was ein bisschen auffällt, ist bei der Munition, der Valour hat 40 Granaten dabei insgesamt, die hat der Chief dann schon bei mir hier auf der Standard APCR, dann kommen nochmal jeweils 24, also insgesamt 24 Granaten mehr dazu, also 64 im Ganzen. Ja, ist jetzt nicht so, dass man den jetzt permanent leer schießt, aber es sind halt 24 Granaten weniger als auf dem normalen Chieftain. Und ja, gucken wir mal eben nochmal schnell aufs Panzerungsprofil. Turm natürlich beide die Stärke. Hier sind es eigentlich allerdings auch 350. Also in dem Bild da eben wurde nur 250 als dickste Stelle angegeben. Eigentlich müsste da auch 350 stehen. Da wurde nur das hier angegeben. Ansonsten sind die eigentlich relativ identisch. 275. Was der normale Chieftain dann eben noch hat, ist eben dieser relativ, ich sag mal, hohe Kommandoluke hier. Muss man aber auch erstmal treffen. Und 152 mm. Also, ich habe jetzt nicht so häufig das Problem, dass ich da getroffen werde. Und gucken wir mal beim Valour. Da haben wir es ähnlich. Hier auch die 350. 260, 215, da ist eigentlich kaum durchkommen. Und bei ihm ist es halt der Unterschied, dass er nicht diesen Cupola da oben hat. Er hat zwar schon da was, aber ja, das trifft man erst recht nicht. Und ja, bei beiden dann die Wanne, natürlich der Schwachpunkt von frontal. Da muss man dann etwas aufpassen. Ja, ansonsten, so grundsätzlich gesehen, sind sie sich recht ähnlich. Diese Tarnung hier übrigens ist, kommt, so kommt er mit, so wird er mit ausgeliefert quasi. Man kann noch transparent draufpacken, das habe ich auf allen möglichen gemacht. Müsste ihm ein, zwei Tarnungspunkte, glaube ich, dazugegeben haben. Ja, habe ich dann noch mitgemacht, weil man kann das da so, wie es jetzt ist, nicht runter machen, sondern kann nur noch transparent, also eben um den Tarnwert an sich noch ein bisschen zu erhöhen. Und ja, ansonsten relativ identisch und deshalb, wie gesagt, ich habe da für jeden eine Runde mit dabei. Dann gucken wir mal, ob ja, der Valour sich denn hier gegen den normalen Chieftain auch behaupten kann. Ja, würde ich sagen, springen wir mal rein und ja, bis gleich. Ja, also dann, den Anfang macht der Standard-Chieftain auf Kitty Matt. Und dann gucken wir mal, es ist ein Begegnungsgefecht. Wir haben noch ein paar Neuner, nicht keine Achter dabei. Na gut, passt schon. Solange wir top hier sind. ja, Begegnung fahre ich normalerweise immer ins Camp, beziehungsweise in die Richtung. Habe mich hier aber mal dagegen entschieden und bin mal, ich sag mal, normal gefahren auf die 1er-2er-Linie, um da
vielleicht ein bisschen aufräumen zu können. In der Regel fährt der Gegner aber immer geschlossen ins Cap. Jedenfalls sehr, sehr, sehr häufig. Aber hier habe ich mich jetzt mal zu entschieden, es nicht zu tun. Und die Wege sind jetzt auch nicht so weit. Das könnte man tatsächlich sogar noch schaffen. So, jetzt haben wir schon gleich unsere ersten Gelegenheiten. Der ging schon mal nicht durch. Und wir gucken mal kurz. Reload haben wir stattliche 6,53. Das ist natürlich... ja, beachtlich. Da wird der, oder kommt der Valur nicht ganz hinterher, aber... ja, der hat ja halt den etwas höheren Alpha. Trotzdem ist die Kanone, wenn sie die DPM ausspielen kann, dann gnadenlos. Oh, da eine Ruhe. Ja, vielleicht. Ja, und da. Wir bouncen, beziehungsweise treffen ihn nur kritisch. Und das sind immer so Schüsse, wo ich mir mal... wo es dann immer irgendwie in die falsche Richtung geht und man weiß, da wird nicht viel gehen, diese Runde. Der E4 steht auch ein bisschen blöd, ich wollte mich jetzt nicht links neben ihn stellen. Der Schuss sah eigentlich nicht schlecht aus, aber okay, ging auch wieder nicht rein. Und da schlägt auch schon unser guter Freund die Audi ein. Da ist Thema Basis, aber... es sind eigentlich... da ging die Adi drauf. Es sind genug... vermeintlich genug da. Deshalb habe ich mich auch nicht dazu entschieden, da mal drüber zu fahren. So, der T95. Kurz warten, bis er sich ein bisschen weiter dreht. Und, jawohl. Die Schelle hat er sich dann auch verdient. E50. Ah, den haben wir jetzt mit Kong kassiert. Da machen wir jetzt noch nichts. Schien. Etwas, ich glaube, der ging sogar drüber. War auch nicht viel zu sehen. Aber eine gewisse Chance war ja da, ihn doch zu penetrieren. 3-3 und... ja, wobei es 4-3 steht, da sind beim Gegner sind 4 tot. Das eine hat sich, glaube ich, selbst gekillt. Und jetzt kommt der T95 und wenn man ihn, falls ihr mal so frontal vor dem T95 steht, haben wir es gerade ganz gut gesehen. Man kann ihm, jetzt hat er uns natürlich eingegeben. Ich dachte nicht, dass er seinen Rüssel so zu uns hält, das konnte man nicht so richtig sehen. Aber wenn man ihn vorne zwischen die beiden Ketten schießt, da kann man durchkommen. Haben wir auch gerade gesehen. Zumindest beim ersten Mal sind wir auch durchgekommen. So, beim E50M haben wir jetzt eigentlich nicht die Probleme. Super Kong, wenn er so steht, auch nicht. Und das ist jetzt so eine Situation, da kann man natürlich die DPM mal gnadenlos ausnutzen. Ah, den Unterstützungsschaden nehmen wir mit. Dann ist er brutal. Und gleich die nächste Kelle. Und... na, da machen wir, glaube ich, nichts mehr. Den schnappt sich niemand anders. So, auch raus. 8-7. Sieht gar nicht so schlecht aus. Unser Team hat jetzt den Cap in der Hand. Aber mal gucken, wenn die sich da noch zu entscheiden, nicht, oh, das sieht auch ganz gut aus, die cappen nicht weiter, dann kann man hier noch wenigstens versuchen, noch möglichst viel Schaden mitzunehmen. Scheint mir komischerweise immer das Wichtigste für alle zu sein, zu cappen. Ich weiß nicht warum, aber sie wollen immer alle nur cappen, cappen, cappen. Aber das andere Thema. So, der Maschine flüchtet, geben wir noch einen mit. Dann mal gucken, was wir noch abbekommen. Wir sind jetzt bei kombiniert 4000. 2,8 selbst, 1200 Unterstützung. War dafür sich gar nicht so schlecht bis jetzt. Aber mal gucken, ob noch was geht. Jetzt geben sie doch
weiter, aber es ist noch Zeit, es ist noch Zeit. Ja, die scheinen alle jetzt hinten in der Ecke zu hocken da. K6, K7 irgendwo oder J. Ah, die Waffenträger verpasst. Ich meine, eigentlich ist die Kanone ja sehr genau, das haben wir ja gesehen auf dem Papier. Und ist sie ja eigentlich auch, aber diese Runde spricht jetzt nicht gerade für sie. Aber ich kann euch versichern, das ist nicht der Standard. So, das ist noch fast dead. Kann man so sagen, fast dead Maschine. So, und jetzt den Waffenträger kriegen wir doch noch. Und gleich nochmal. Hier wäre jetzt eigentlich praktisch gewesen, Hash zu laden. Da hätten wir gleich mehr mitgemacht, aber gut. In der Eifer des Gefechts kann das schon mal untergehen. Und ja, da gehen sie langsam einer nach dem anderen auf. Da, die Arti dürfte ja auch nicht viel weiter weg sein. So, noch ein bisschen Spot. Den FV nehmen wir raus. Ja, der Waffenträger hat uns auch schon wieder im Kick, auf dem Kicker. Und der E4 killt sich selbst. Er säuft sich da. Und das war tatsächlich nicht der einzige in dieser Runde. Jetzt hier noch die Arti. Und ja, habe ich es dann noch getan, auf Hash geladen. Mit 120 Durchschlag. Dürfte das eigentlich nicht das Problem sein. Und jawohl, so one-shotten wir ihn. Und das war's. Aber nochmal zurück. Der E4 hat sich da gerade ersäuft oder wie auch immer. Aber was ich gar nicht so mitbekommen habe, ist, dass sich da noch zwei abgesoffen haben. Gleich am Anfang. Das ist ein M103 und der E100. Sind da beide schnurstracks reingefahren in dieses Wasser. Beziehungsweise sind vorne an dieser Kante, wo wir jetzt ungefähr standen. Und sind dann runtergefallen. Das hatte ich gar nicht erst so mitbekommen, aber im Gefechtsauswertung hier sehen wir das gleich. Da drüben, der M103, der E100, beide mit 0 da unten. Da habe ich mir geguckt, was ist da passiert? Und dann habe ich mir das Replay nochmal angeguckt und ich habe dem mal zugeguckt und die sind einfach nur geradeaus rein ins Wasser und abgesoffen. Also, sehr interessante Leute da wieder unterwegs. Naja. Wir haben hier ganz gut performt, glaube ich. 4300. Wir konnten zum Teil unsere DPM sehr, sehr gut ausnutzen. Und das war eigentlich eine sehr gute Runde, um das mal auch zu zeigen, wie gut er dann, ja, seine Schüsse hintereinander weghauen kann. Und ja, dann gucken wir jetzt mal, was der Valour so kann. Jo, dann mal gucken. Und nein, das ist keine Wiederholung von eben, denn wir sind zufällig auch mit dem Valour auf Kitty Matt, diesmal aber auf der anderen Seite. Also, das hätte man nicht besser planen können, wenn man es hätte planen wollen. Aber, ja, netter Zufall. Hier sind tatsächlich aber mal zwei Achter dabei jeweils, aber gut. Ja, bessere Ausgangsposition gibt es ja kaum. Wir können dann jetzt sogar die gleiche Karte, dieselbe Karte hier zum Vergleich ranziehen. Ist jetzt nur die andere Seite, aber gut. Ist jetzt, glaube ich, nicht so wild. Auch hier werden wir uns wieder die 1er-2er-Linie ja, uns unser nennen, die anfahren, anspielen, bespielen. Und mal gucken, wie das dann von der anderen Seite funktioniert. Dieses Mal aber keine Begegnung, sondern Standardgefecht. Passt aber schon, ich meine, das war eben mit dem Begegnungsgefecht, war ja im Grunde irgendwie doch auch so wie ein Standardgefecht. Und dann mal gucken. Wir haben hier den Kampfpanzer 50T mit bei uns. Der Rest zieht nur ein bisschen nach. Wir sind ja etwas flotter als die meisten anderen. So, jetzt. Gucken wir auch erstmal. Lassen wir erstmal so stehen. Da tue ich vielleicht noch was auf. Die ersten Unterstützungsstand sind auch schon eingetütet. 71. Oh, der Rolle, den er solchen Sieg haben wir noch eingegeben, bevor er da abtauchen konnte. Die ist 7.
Na, den gibt er uns. Ich dachte jetzt nicht, dass der die Kanone so runterbekommt. Aber hat er offensichtlich. Oh, den Bounce, wir aber auch. Wir haben hier vorne genau die Lippe getroffen. Unglücklicher geht's wieder nicht, weil Unterwanne ist eigentlich ein safer Durchschlag. Also bitte. Der war jetzt auch wieder, naja. Obwohl er sich sogar von uns abgewandt hat. Sollte nicht sein, aber jetzt, jawohl, jetzt haben wir ihn so, wie wir ihn haben wollen. Er ist auch so ein bisschen allein gelassen oder beziehungsweise es hat sich da so selbst so ein bisschen isoliert. Sein Team ist eher weiter hinten geblieben. Und ich war nicht ganz sicher, wie weit ich ihm da meine Wanne präsentiere, wenn ich hochfahre. Da habe ich da mal so ein bisschen gezögert. Was ich noch gar nicht erwähnt hatte, war auch wieder bei beiden gleich. Die haben 10 Grad Gandhi-Pressen. Aber trotzdem war ich jetzt nicht so wirklich sicher, wie weit ich da ihm die Wanne präsentiere. Aber ist jetzt auch egal. Er ist im Garage und jetzt können wir hier gleich weitermachen. Obwohl, den W6 geben wir auch. Hier nochmal kurz an den Reload gucken. Haben wir jetzt noch nicht gemacht. Gehen wir uns nicht bewusst. Ich meine, es waren 8,7. Jawohl. Nicht ganz das Chieftain-Standard-Niveau, aber auch immer noch gut. So ist es ja nicht. So, den bouncen wir weg. Okay, da war ein bisschen zu schnell. Haben noch irgendwas gebounced. So, und jetzt können wir doch von hier ganz gut wirken. So war zumindest der Plan und hoffen, dass die Arti uns in Ruhe lässt. Jetzt können wir uns da den drei Kollegen da vor uns widmen. Von hier eigentlich aus einer recht überlegenen Position. Jawohl, Conqueror. Was gibt es denn da für Ideen? Ein kleines Kleberchen wollte er rausbringen. Oh, das war jetzt, naja, seltsam. Ich weiß nicht, wieso der Schuss da jetzt doch am Ende da im Hügel hängen bleibt. Aber zumindest den einen geben wir noch mit beim Abhauen. 5-5 jetzt aber auch nur noch. Sah mal besser aus. Trotzdem haben wir hier, und ja, unser guter Freund, die Arti, ein Wunschtraum, dass sie uns mal in Ruhe lässt. Hat schön was reingehalten hier. Schön was weggezogen. Aber gut, wir leben noch. Und weiter geht's. 705 Alpha. Nochmal auf Kette stellen. Beziehungsweise auf Kette halten. Was ist das von hinten? Ach, das war der T55 Leicht, der sich noch angeschlichen hat. Mussten wir uns erstmal um den kümmern, weil das hat er, glaube ich, nochmal vor. Und jetzt, okay, jetzt hat er gemerkt. Jetzt war er doch etwas überrascht, dass wir uns da auch umgedreht haben wahrscheinlich. Und jetzt haben wir ihn. Jawohl. Der hätte uns noch nerven können. Das war auch so, auch gar nicht so unwichtig, den rauszuknallen. Die Badger hat wieder eine Idee. Den nehmen wir dann auch raus. Helfen unserem ES7 so ein bisschen. Wir sind doch relativ allein jetzt hier. Jetzt kommt der nächste Kollege. Valur. Unser Konterfei. Konterpart. Ja, okay. Ging jetzt blöd in den Turm. Sprechen wir nicht weiter drüber. Jetzt erstmal auf die anderen konzentriert. Den raus. So, der Valur greift jetzt an. Jetzt habe ich dann aber nochmal dazu entschieden, dem 705 einzugeben. Und jetzt wieder dem E7 zu helfen, der uns da, beziehungsweise der selbst da eigentlich ganz gut mitmacht. Ja, das war ein, zwei Schüsschen, die, naja, waren, aber man hat versucht. So, noch Kette stellen und vielleicht noch ein bisschen Unterstützungsschaden einsammeln. Wie sieht's aus? Das war's. So, bleibt noch der 705. Und wenn wir mal kurz gucken, was wir so haben. Wir haben 4700 und 933 Unterstützungsschaden, also auch fast hier identisch. Beim Chieftain, also beim Standard-Chieftain eben, hatten wir kombiniert 5.500. Und wenn wir jetzt mal gucken, sind wir auch bei 5.500. 5.6. Also identischer konnte es ja kaum laufen. Um schon mal so ein kleines Fazit vorwegzunehmen, denn vom Tiger 2 da hinten werden wir nichts mehr abbekommen.
Ja, sie sind beide doch recht ähnlich und performen auch recht ähnlich. Auch wenn der Chieftain, der Standard-Chieftain, die bessere DPM hat. Aber in solchen Positionen, wie wir sie jetzt hatten, kann man natürlich auch mit dem Valour richtig gut austeilen. Und ja, auf jeden Fall kann man sagen, er lohnt sich. Und dass das jetzt hier so, also dieselbe Karte und auch noch fast identische Ergebnisse dabei rausgekommen sind, ja. Habe ich alles so geplant, natürlich. Bisschen was gebounced haben wir auch, aber ja, wenn man den Turm natürlich. Also nicht nur den Turm verstecken. Na, anders. Falls man, wenn man nicht nur die Wanne verstecken kann, dann geht da natürlich auch mal was rein, ist klar. Oh, na gut, die Arti hat natürlich auch ordentlich geknabbert an uns, mit dem einen Treffer. Ansonsten, ja, hier, der E7 hat hier ganz gut mitgemacht. Das haben wir hier ganz gut gehalten, die Seite. Beide über 4000 Damage. Und ja, was soll ich sagen? Ganz guter Tank. Steht dem normalen Chieftain in nichts nach. Und ja, wenn ihr noch dran seid, dann haltet euch ran und holt ihn euch noch schnell. Ansonsten war's das und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.